Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zum Liebeswochenorakel. Ja, ich schaue mir hier mit den Licht- und Schatten-Liebeskarten an. Was kommt denn im Themenbereich Liebe in dieser Woche auf uns zu? Was kann hier passieren? Natürlich, wie immer, ist das ein allgemeingültiges Orakel. Vielleicht ist es wirklich das, was hier in deinem Liebesleben passieren wird, was hier die Karten sagen. Lass dich einfach überraschen, das ist eine kurzfristige Tendenz, also hier, was in dieser Woche auf uns zukommen kann im Liebesbereich. Der Liebesbereich ist natürlich immer der wichtigste Bereich, auch in den privaten Beratungen. Und hier schauen wir uns jetzt einfach an, was kommt denn in der Liebe auf uns zu. Ja, ich starte los. Die erste Karte, da haben wir das Herzpflänzchen. Es geht also um gefühlvoll, für Feingefühl haben, für Verlieben, aber natürlich auch verletzlich sein, tiefgehende Gefühle, Hegen und Pflegen der Liebe, Geben und Nehmen im Einklang. Also man sieht hier schon eine sehr gefühlvolle Woche. Vielleicht mit deinem Partner, mit deinem Wunschpartner oder wenn du Single bist, dass du hier jemanden kennenlernst, wo man hier wirklich Gefühle entwickelt und wo einfach eine sehr gefühlvolle Woche auf uns zukommen wird. Dann haben wir Beautiful. Das ist auch sehr, sehr schön. Das heißt nämlich, dass man das Schöne wieder erkennt bei sich selbst, aber auch beim anderen. Vielleicht erkennst du wieder mehr deine Schönheit oder dein Partner, dein Wunschpartner erkennt deine Schönheit, ja, dein Strahlen. Du wirst einen gesunden Optimismus in der Liebe haben. Selbstliebe, in die Selbstliebe gehen. Positives bei sich selbst unterstreichen. Oder aber, dass dein Gegenüber das wieder mehr bei dir erkennen wird. Oder, wenn du Single bist, hier jemanden kennenlernen wirst, der dir einfach in diese Richtung sehr, sehr viele Komplimente machen wird. Passt eben auch hier sehr, sehr gut zum Herzpflänzchen, was ja bedeutet, dass es eine sehr gefühlvolle Woche werden wird. Dann haben wir die Friedenspfeife. Das ist vor allem für all jene, die eine sehr schwierige Situation hatten in der Vergangenheit mit dem Partner, mit dem Wunschpartner. Eine Versöhnung ist in Sicht. Ja, man wird mit der Vergangenheit jetzt hier wirklich Frieden schließen. Ja, man wird sich eine neue Chance geben, vor allem wenn man Streitigkeiten mit dem Partner, mit dem Wunschpartner hatte. Oder wenn du Single bist, hier jemand Neues kennenlernen wirst, dass das hier deine Chance ist sozusagen in dieser Woche. Und dann haben wir noch, oh, Funny Time. Das ist sehr schön, denn da geht's um Spaß, Freude, Flirten, Treffen, Leichtigkeit, positive Energie. Also es kann hier durchaus sein, dass hier ein Treffen mit dem Wunschpartner angezeigt wird, dass man jemand Neues kennenlernen wird und mit dem trifft man sich. Das wird ein sehr, sehr schönes Treffen werden, ein sehr gefühlvolles Treffen. Also man sieht hier schon, diese Woche wird gefühlvoll sein, man wird sich versöhnen, wenn es Streit gegeben hat. Man wird sehr schöne Zeiten miteinander erleben. Man wird sich höchstwahrscheinlich auch treffen oder gemeinsam einfach auch Spaß haben und in die Leichtigkeit gehen und natürlich auch das Schöne wieder erkennen. Na, das verspricht hier wirklich sehr, sehr viel und ich hoffe natürlich, dass das auf alle zutreffen wird, ist aber einfach auch nicht möglich. Schau einfach, was denn hier in dieser Woche auf dich zukommt. Ja, ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche. Bis bald. Ciao.